Hallo Spieler, kommt rüber. Willkommen zurück bei Outer Wilds im Weltraum, wo wir es uns heute ganz besonders einfach machen. Wir machen einfach noch nochmal dasselbe wie letztes Mal. Denn das Spiel hat uns ein bisschen an der Nase rumgeführt, glaube ich. Das ist meine Theorie. Ich weiß natürlich nichts, aber das ist der Ausgangspunkt. Aber jetzt müssen wir erstmal tief einatmen. Das ist ja immer das Gleiche. Wir fangen damit an, dass wir einmal tief einatmen und uns anschauen, wie da oben die Startanlage für die Sonde explodiert. Toll. Das ist quasi wie eine menschliche Geburt in mancher Hinsicht. So, hier ist das Raumschiff. Da gehen wir jetzt mal rein. Dann nehmen wir unseren Raumanzug. Immer die wichtigen Sachen zuerst. Und dann gucken wir natürlich wieder nach, was wir letztes Mal gelernt haben. Was haben wir denn gelernt? Nicht so viel. Wir haben eigentlich gar nichts gelernt. Das deckt sich auch mit meiner Erfahrung. So, View Entry. A slide rule that shows the strangers inhabitants congregating around a strange green fire. Ja, also ich muss ehrlich sagen, das merkwürdige grüne Feuer geht mir allmählich ein bisschen auf den Senkel. Denn wir wissen nicht, was das soll. Wir sehen es nur immer wieder auf diesen Dias und die Dias sind alle kaputt. Ich finde, jetzt könnte mal was passieren. Ich möchte mich jetzt nicht bei den Developern beschweren. Das Spiel ist total toll. Das Basisspiel vor allem hat mir großen, großen Spaß gemacht. Aber hier könnte jetzt langsam mal was passieren. Nicht nur Dias. Ja, several slides have been burned and cannot be viewed. Nee, ist mir gar nicht aufgefallen. Echt? Verrückt. Okay, wir haben jetzt einen Markier. Vielleicht habt ihr es gemerkt, wenn ihr alle Folgen angeguckt habt. Ich habe zum ersten Mal in diesem Stumble Around tatsächlich die Markierung gesetzt, bevor ich das Raumschiff gestartet habe. Glaube ich. Ich glaube, dass es das erste Mal war. Ich weiß nicht. Ihr könnt ja nachgucken. Und es in die Kommentare schreiben. Ich glaube, so macht man das als korrekter Streamer. Ist das ja nicht YouTuber. Korrekter YouTuber. So, Autopilot, bring uns hin. Dann können wir noch ein bisschen labern. Also ich weiß nicht genau, ich will mich nicht beschweren. Die Ringwelt ist cool, das Setting ist cool. Es ist ein kleines bisschen cool, dass dieser Staudamm einbricht, obwohl ich jetzt bei dem, was ich von diesem Spiel sonst so gewohnt bin, einbrechende Staudämme reißen mich jetzt nicht vom Hocker, aber okay. Ist trotzdem als Mechanik auch ganz nett mit diesem Wasser. Nur so langsam, finde ich, könnte man... Nein. Was passiert hier? Hä? Was passiert denn hier? Mach das weg. Was ist los? Halt! Was ist denn los? Hä? Oh, alles kaputt? Scheiße. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Ja, ich glaube, es hat mir jemand zugehört von den Developern und dann haben sie mir direkt hier einen bitteren Saft eingeschenkt in mein Glas. Mal gucken, ob wir... Ich weiß jetzt nicht, was kaputt ist. Also alles Mögliche scheint nicht zu gehen. Ich kann gar nicht richtig navigieren. Ich weiß nicht, wann das passiert ist und warum. Aber wir sind genauso hier reingekommen wie sonst immer und plötzlich hat es gekracht. Ja, okay, also die Downward Thrusters funktionieren nicht mehr. Da funktioniert irgendwie gar nichts mehr so richtig. Ich fürchte, wir werden aussteigen. Ich habe das nicht mehr unter Kontrolle und gleich fällt das Schiff auseinander. Okay. Also gucken wir mal, ob wir das stabilisiert kriegen. Geht das? Das geht trotzdem. Interessant. Okay. Dann steigen wir mal aus. Und gucken, ob wir die Scheiße hier repariert kriegen. Also geht ja gut los. Ich kann ja so lange mal ein bisschen erzählen, was der Plan ist. Der Plan ist natürlich, wir haben das Artefakt gefunden letztes Mal. Reparier ist noch zu Ende. Wir haben das Artefakt gefunden an diesem Seitenabzweig. Blöd ist natürlich, dass jetzt übrigens auch Zeit vergeht. Das heißt, die fehlt uns dann gleich auf dem Weg zum zusammenbrechenden Emergency Scout Recall Activated. Was geht hier vor? Das sieht auch nicht gut aus, das reparieren wir auch mal. Nicht, dass hier noch was explodiert. Ja, das reparieren wir, wenn wir es schaffen, irgendwie hier fucking stabil zu bleiben, ohne die Taschenlampe anzumachen. Ich bin vielleicht nicht ganz in Kontrolle meiner Spiel-Velocity Match. Ja, sehr gut, das wollte ich. Ich wollte nicht reparieren, ich wollte die Velocity matchen. Ich drücke hier dauernd die falschen Knöpfe. So, jetzt ist hier natürlich immer die Explosionsgefahr ist eingedämmt. Wir sind fast schon so weit, dass wir irgendwas Interessantes machen können. Ah, hier ist auch noch was kaputt. Sehr gut. Ja, komm. Das wollen wir auch noch.
Was war das noch? Irgendwelche Lichter sind auch noch kaputt. Ne, das ist immer noch defekt. What the? Also, das ist jetzt bedauerlich, einerseits. Andererseits kann es sein, dass wir gerade was gelernt haben aus Versehen. Weil es gibt ja diesen Moment, den wir schon jetzt quasi in jeder Folge erlebt haben. Einatmen nicht vergessen. Den wir in jeder Folge erlebt haben, wo es plötzlich einen Schlag tut in dieser Ringwelt. Und irgendwie eine Maschine anspringt, ein Motor, das ist schwer zu sagen. Wir sehen auch nichts. Die Richtung ist auch ein bisschen undefiniert, aber es scheint immer von dieser Seitenwand zu kommen. Und jetzt bin ich gerade in was gestorben, was aussah, als wäre es... Ja, da ist natürlich nichts im Logbuch dazu. Ich habe schon wieder vergessen, es zu markieren. Ne, ist noch markiert. Da steigt einer durch. Es ist noch markiert. Freut ihr euch genauso wie ich. Es könnte sein, dass der Antrieb da anspringt. Wir haben ja auch diesen Tisch gefunden, auf dem angezeichnet ist, dass der Stranger versucht, dem Radius der Nova-Explosion zu entkommen. Wir sind einer ganz großen Sache hier auf der Spur. Bleibt dabei, bleibt dran. Also ich jetzt, ich rede mit mir. Bleibt dran, ihr. Vielleicht springt der Antrieb an, weil der Stranger merkt, die Sonne geht demnächst hoch. Fliegen wir noch mal weg hier. Und vielleicht hat dieser anspringende Antrieb uns gerade hier frittiert, während ich versucht habe, das zu reparieren. Ich glaube, einer von diesen Streben hat mich gerade. Aha, guck mal an. Schweinestrebe. Da sind wir gegen gedotzt. Okay. Jetzt landen wir aber souverän wie ein Landeprofi. Wir landen souverän wie ein erfolgversprechender Landeanfänger. So, irgendwann müssen wir auch nochmal gucken, was passiert, wenn wir hier auf diesen Staudamm gehen, über diesen Hintereingang. Bevor irgendwas anderes... Also ich dachte vielleicht, auch dieses Geräusch hat vielleicht auch was mit dem Staudamm zu tun. Ich glaube nicht. Vielleicht gibt es ja auch irgendwie einen Hintereingang, der zu dieser Seitenabzweigung führt. Ja, das ist jetzt tatsächlich ein bisschen nervig, ne? Das ist schon weit und umständlich. Komm, geh rein. Wie wir da jetzt fahren müssen, damit wir da ankommen. Man kann es schon mal hier vormerken. Wir biegen hier unter der Brücke, unter der Steinbrücke und dann rechts rum. Genau. So wird's gemacht. So ist es geplant, so wird es gemacht. Da wird uns auch keine Gewäule von abhalten, denn es gibt ja keine Gewäule mehr hier. Und wir wissen immer noch nicht, warum. Also ich habe es gerade ja schon gesagt, nicht nur Action fehlt mir ein bisschen, mir fehlt auch so ein bisschen die nette Stimmung, die durch diese Dialoge auf den alten Normal-Tafeln da immer entstanden ist. Jetzt sterben wir gleich im Wasser, wenn ich so weit. Nee, wir haben es überlebt. Das war immer ganz nett, dass man da diese Jahrhunderttausende alten Dialoge von lustigen Weltraumfreaks, die auf der Suche nach einem Auge sind, lesen kann. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Okay. Irgendwann müssen wir hier auch nochmal vorbei, weil hier scheint es ja auch noch was zu geben, was wir noch nicht gefunden haben. Aber jetzt erstmal Artefakt und... Plan zu Ende erklärt. Es gab diese Höhle, in der mehrere Geistermaterie-Kleckse waren. Da gehen wir jetzt nochmal hin mit dem Artefakt, denn über der Höhle war ja das Zeichen dieses grünen Feuers und das Artefakt kann das Feuer fokussieren. Also ich vermute mal, man muss nicht Sherlock sein, es wird einen Zusammenhang geben. Die Frage ist nur, ob wir an der Geistermaterie einfach so vorbeikommen. So, hier müssen wir lang, hier müssen wir lang, wir müssen da lang, wir müssen da lang. Hallo, hallo, hallo. Hallo! Scheiße. Okay, geh halt zu Fuß. Also, gehe ich halt zu Fuß durchs Wasser. Scheiße, jetzt ist natürlich die Frage, kommen wir da überhaupt hoch ohne Anflug? Vielleicht haben wir jetzt den zweiten versammelten Anflug hier produziert. Wenn wir ein bisschen Glück haben, ist in dieser Höhle, die wir letztes Mal hier gefunden haben. Vielleicht ein Fluss. Kommen wir da unten durch, ja. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Komm ich hier hoch? Ne, das Floß ist natürlich oben, ist klar. Ja, sieht sehr schlecht aus, würde ich sagen.
Sehr, sehr schlecht sieht's aus. Versiebt. Versiebt und versammelt. Ah, also wisst ihr. Gut, also, oder vielleicht auch nicht gut. Vielleicht auch gar nicht so gut. Vielleicht beinahe schon schlecht. Okay, hier ist irgendein Grafikartefakt. Das finde ich ja auch immer ganz lustig. Ich glaube, wenn man ins Wasser eintaucht, sieht man... Nee, jetzt nicht mehr. Schade. Sieht man kurz weit unter Wasser. Ja, schade. Vielleicht nur, wenn man aus dem Tunnel kommt. Gut. Dann, weiß ich nicht. Das haben wir alles erkundet hier, glaube ich. Zurück kommen wir nicht. Ist jetzt nicht so gut. Ist jetzt nicht ideal, sage ich mal. Wir können natürlich versuchen, nochmal eine Runde zu drehen, aber dann müssen wir an den Elektroseilen vorbei. Und das habe ich, glaube ich, mehr durch Glück als Verstand geschafft letztes Mal. Das ist überhaupt unser Floß? Achso, da ist es ja. Ja. Gut. Habe ich schon mal gesagt, aber ist ja auch so. Okay, guck mal hier nochmal einfach, was sollen wir machen? Irgendwie muss man die Zeit ja totschlagen. Das ist jetzt alles ein bisschen enttäuschend. Das können wir natürlich nach wie vor nicht lesen. Und ich meine, das ist ja auch jetzt nicht so schwer zu erraten, was das besagt. Da waren wir schon drin. Hier gibt es nichts mehr, oder? Wie ist das? Gibt es hier noch was? Nee, hier gibt es nichts mehr. Kommen wir da hoch? Was soll denn, wir gehen vielleicht hier was da? Na komm. Das geht. Da, es geht. Da glaube ich fest dran. Das ist doch viel versprochen. Hier ist jetzt bestimmt irgendwas Tolles versteckt, was die ganze Sache sinnvoll gemacht hat. Aha, jetzt haben wir das mal gesehen. Okay, da geht kurz irgendwas passiert. Ach nee, diese grünen Segel gehen auf. Das ist der Antrieb. Und die Sonne dahinter ist schon ganz rot. Wenn wir jetzt die Sonne markieren könnten, wette ich, dass wir sehen würden, dass wir uns von ihr entfernen. Fliegen los. Okay, das ist immerhin... Ne? Also wir haben nichts gelernt, diese Folge. Wir haben gelernt, das Geräusch ist der sich einschaltende interstellare Antrieb. Vielleicht hängt ja sogar der zusammenbrechende Staudamm damit irgendwie zusammen. Vielleicht geht die Energie vom Staudamm weg zum Antrieb. Da überschlägt sich meine Stimme vor Aufregung bei so viel Erkenntnis. Und dann... kracht er runter. Wir finden vielleicht auch gleich raus, was passiert, wenn man da drauf ist, wenn der in sich zusammenbricht. Ich vermute mal, man geht tot, wie wir Spieleexperten sagen. Man geht sehr, sehr schnell tot. So, hier waren wir auch schon, aber dann gehen wir halt da nochmal hin. Weil sonst fällt mir jetzt auch nichts ein. Also hier, das ist ja dann auch ganz interessant, weil wenn das der Antrieb ist, der sich da jetzt ausgefaltet hat, dann gucken wir hier ja nach hinten. Das ist übrigens dann auch der Grund, warum wir am Ende nicht in der Explosion sterben, obwohl wir eigentlich innerhalb des Radius waren, als wir da gelandet sind, weil das Ding wegfährt. So fügt sich dann doch ein kleines bisschen was fügt sich zusammen. Und dann kommen diese, ne, diese gruseligen Zickzacklinien, weil uns... Das war nicht so gut. Hier läuft es ja super. Weil uns dieses Ding hier aus dem Radius fährt. Interessant ist dann halt, was dann eigentlich passiert. Weil, obwohl, vielleicht kommen diese Linien, ich weiß es gar nicht mehr. Ich bin irgendwann mal weggeflogen von der Sonne. Das ist natürlich jetzt völlig sinnlos, was ich hier mache. Weil jetzt landen wir ja eigentlich... Vielleicht ist es gar nicht ganz sinnlos. Vielleicht finden wir noch mal einen Floß. Vielleicht hätte ich das gleich machen sollen. Denn wir kommen ja jetzt wieder in der Parkbucht an, in der Tiefgarage, und können einfach noch mal reingehen. Ja, hier sind jetzt auch diese Segel angeschaltet. Und da sieht man auch so ein bisschen Strahlung. Ich nehme an, das ist das, was mich gerade gegrillt hat. Wie eine Forelle. Autsch.
Hat gar nicht wehgetan, richtig. Okay, hier ist natürlich jetzt auch. Wo geht das überhaupt noch auf? Oder ist der Staudamm schon? Das sind alles so schwierige. Na, hein. So. Da ist natürlich kein Floß mehr, aber das sieht nicht gut aus. Das sieht sogar, würde ich sagen, geradezu schlecht aus. Floß, Floß, schnell, schnell, bevor es uns hier. Oh. Oh shit. Aha. Das hatte ich mich schon gefragt, wo das eigentlich war. Okay, dann hätten wir das auch gefunden. Hier gibt es also Geistermaterie und in wenigen Sekunden gibt es hier gar nichts mehr. Weil, aber hier ist keine. Wimmer, wimmer. Hier ist nichts. Wo gibt's, kann man irgendwie drunter und rein vielleicht, bevor hier der Staudamm bricht möglich? Aha, aha! Wir haben was entdeckt, wir haben was entdeckt! Oh scheiße, ich bin hier falsch. Ein Artefakt. Hm. Na toll. Artefakt habe ich schon. Ist das alles? Okay, das ist ein Artefakt. Gut. Gut zu wissen. Wenn man jetzt noch wüsste, wozu es gut ist. Kann man damit Geistermaterie einfangen? Das ist doch mal eine interessante Frage. Focus. Conceal. Focus. Die Wand ist doch hier irgendwo. Nee, kann man offenbar nicht. Jetzt bin ich wieder fast tot. Wenn jetzt der Staudamm bricht, dann bin ich wahrscheinlich ganz tot. Nämlich nur halb. Okay, Tor. Achso. Kann ich gleichzeitig Scouts schießen und das Artefakt mitnehmen. Das Spiel ist gegen mich. Wie sieht's aus mit gestern? Ja, war klar. Aha. Aha. Okay, da können wir lang. Komm mit. Komm mit. Artefakt. Was machen wir mit dem Ding? Ich weiß es nicht. Gleich bricht der Staudamm. Ich höre es schon rauschen. Sind wir, glaube ich, mausetot. Wieso ist hier kein Floß? Ich fühle mich wirklich sabotiert. Ja, wir haben ein Artefakt gefunden. Wir wissen, was mit dem Antrieb los ist. Wir wissen, was das Geräusch bedeutet. Und zu mir wird es wahrscheinlich nicht reichen. Wie ist das mit dem Fokussieren hier drin? Kann man hier irgendwas... Focus, already holding artifact. Focus, focus, focus. Conceal, conceal, conceal. Ja, also ich glaube, wir müssen da irgendwie grünes Feuer reinkriegen in das Artefakt. Aber wie? Aber wie, aber wie, aber wie, aber wie? Frage ich euch und mich. Und die Gewollen. Und keiner weiß es offenbar. So, hier ist wahrscheinlich Diashow. Oder was war das hier? Ja, das war die Diashow von ganz am Anfang. Und die Tür, ich erinnere mich. Dias sind hier im Keller. Alles, das haben wir alles. Also ich meine, hier gibt es natürlich noch was, laut zumindest. Aber vielleicht war es jetzt das auch. Ich habe jetzt das Artefakt gefunden. Vielleicht ist jetzt immerhin eine von diesen blöden Siedlungen. There we go. Floß, ich will ein Floß, ich will ein Floß, bevor die... Ja, ein bisschen surfen hier. So, wo kriegen wir jetzt ein Floß her? Ist ja schon beeindruckend. Irgendwo war doch auch noch rechts. Vielleicht können wir da jetzt rein. Irgendwo rechts so eine Stichstraße, so eine Sackgasse. War das hier? Ich glaube, es war hier. Ich hatte den Verdacht, hatte ich, den habe ich zwar noch nicht in dem Video geäußert, aber ich glaube, dass hier vielleicht auch Geistermaterie ist. Und vielleicht kann man da drüber wegschwimmen. Wenn man so schlau wie wir jetzt einfach lang genug wartet, bis alles kaputt gegangen ist. War ein toller Plan, aber also das ist auf jeden Fall hier der Bereich. Hier müsste eigentlich, also vielleicht ist es auch ein landgewordener roter Hering, aber hier müsste doch eigentlich irgendwas sein. Wenn ich dieses Spiel programmiert hätte, dann wäre hier irgendwas. Das ist mal sicher. Gucken wir mal unter Wasser vielleicht. Hm.
Ist das was? Ist Stein. Ist ein Stein. Ich hab's doch gesagt, dass hier was ist. Vielleicht ist hier noch, vielleicht finden wir noch einen zweiten Stein, wenn wir ordentlich suchen. Ja, Freunde, es sieht nicht gut aus für dieses Unternehmen. Hier ist überhaupt nichts. Ich weiß nicht, warum es diese Sackgasse gibt. Steine. Hier ist der zweite Stein. Wir haben ihn gefunden. Ich finde ja jetzt eine Höhle gut mit irgendeinem Top-Geheimnis. Was dann auch in die... Kurz dachte ich jetzt, hier ist eine Höhle, aber natürlich nicht. Das wäre auch... Ja. Das wäre seltsam gewesen. Gut. Wir haben die Zeit, die das Schicksal uns gegeben hat, auf diesem Planeten... Oh, jetzt geht das wieder los. Scheiße. Ja, wir haben die Zeit, die uns das Schicksal gegeben hat, mal wieder gut genutzt. Wir haben wahnsinnig Fortschritt gemacht. Ich habe es am Anfang gesagt, ich sage es am Ende nochmal, weil durch die Wiederholung gräbt sich das dann auch tiefer ein. Es könnte jetzt langsam mal was passieren. Also im Sinn von Verständnisfortschritt. Wir haben jetzt das zweite, wir haben zwei Artefakte gefunden. Vielleicht gibt es noch mehr, aber zwei gibt es auf jeden Fall. Wir wissen nicht, was wir mit denen sollen. Wir wissen nicht, wo es grünes Feuer... Ach, Moment mal, doch, wir wissen, wo es grünes Feuer gibt. Nämlich in diesem Lagerfeuer. Komm, das machen wir noch schnell. Oder? Statt Marshmallow, zum Abschluss. Gehen wir einmal gucken, ob wir mit diesem Artefakt zum Lagerfeuer in dieser Unterwasserbirne, in diesem Gemüse, in diesem Metallgemüse... Wenn wir da das Lagerfeuer, das war nämlich, glaube ich, grünes Feuer. Gucken wir erstmal, was wir hier herausgefunden haben. Gar nichts. Toll, ja. I'm loving it. Aus diesem Artefakt war auch nicht das, was noch gefehlt hat. Obwohl, glaube ich, vielleicht wird das auch nicht angezeigt, weil wir die Karte ja schon hatten. Ich weiß es nicht. Hier übrigens für die Spezialisten, die nicht so aufpassen bei Computerspielen oder die das aus anderen Gründen noch nicht. Jetzt ist die Markierung wieder gelöscht. Willst du mich verarschen? Nee, okay. Ich hab gar nichts gesagt. Ist alles gut. Hier die Sterne im Hintergrund. Immer wieder mal explodiert eine und wird zur Nova und ist dann weg. Und je länger man das Spiel laufen lässt, desto weniger Sterne sind da. Auch im Startbildschirm übrigens, im Startmenü. Das ist ein kleines nettes Detail, von dem dieses Spiel ja auch sehr, sehr vollgestopft. Mit denen sagt man bei vollgestopft. Mit denen das Spiel sehr vollgestopft ist. So, also jetzt zack, zack, weil die Folge ist schon sehr lang. Durch meine Blödheit auch länger, als sie hätte sein müssen. Wobei, nee, eigentlich streng genommen, wir haben ja beide Loops nicht bis zum Ende... Oh, da kommt schon wieder dieser Pfeiler. Beide Loops nicht bis zum Ende durchgezogen. Das heißt, wir haben eigentlich auch noch Zeit. Locker, easy. Also, Plan, Floß lostreten. Ne, Quatsch. Artefakte einsammeln. Floß lostreten. Zum Reservoir schwimmen. Wir könnten natürlich theoretisch jetzt auch nochmal... Aber... Machen wir nicht. Ihr wisst schon. Seitenweg da. Wäre mir zu blamabel, wenn ich da jetzt nochmal dran vorbeischwimme. Das machen wir, probieren wir gar nicht erst. So lösen wir das. Keine Peinlichkeit durch gar nicht erst probieren. Das ist der Spirit. Deswegen macht man ja auch Computerspiele. Man probiert so wenig wie möglich aus Angst, dass es schief geht. Das ist das Prinzip Computerspiel auf den Punkt gebracht. Ich bin so doof. Ich hab das echt vergessen. Okay, diese Folge ist Dingens. Ihr wisst schon. Aber ich weiß ja jetzt, man kann hier sich hinten durch die Hintertür sich hier reinschleichen. Das ist auch keine Geistermaterie. Und da muss ich auch gar nicht hier mit diesen Dingen schießen, weil ich weiß ja schon, dass ich hier auch... Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Das glaube ich jetzt nicht. Ja. War ich nicht in diesem Raum gerade überall?
Habe ich nicht alle Wände berührt? Habe ich nicht überall meine Hand auf die Wand gelegt und einen Abdruck hinterlassen mit einer Primärfarbe aus dem Baumarkt, um den Zusammenhalt aller lebenden Wesen als Kunst an der Wand auszudrücken? Habe ich das nicht? Wieso kann da noch Geistermaterie sein? Ich finde das nicht richtig. Probieren wir es uns nochmal? Ja, ne? Weil, ich meine, was ist sonst der Sinn unseres Daseins auf diesem Planeten, wenn es nicht ist, immer wieder mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen, bis Raufasertapete kommt. Oder so ähnlich. Die Markierung ist noch da, das haben wir jetzt aber, könnten wir jetzt auch allmählich mal gelernt haben. Was soll ich sagen? Es ist nicht so leicht. Okay, also, hinfliegen. Nicht denken, man wüsste, wo Geistermaterie ist, weil weiß man vielleicht gar nicht. Artefakt holen. Zum Reservoir. Feuer. Und dann würde ich sagen, wenn wir da das Feuer ins Artefakt kriegen, dann rösten wir uns da ein Marshmallow und beenden die Sache da. Weil reicht jetzt auch mal. Wie lange soll das hier noch gehen? Wie lange wollt ihr noch zugucken? Was macht ihr überhaupt hier? Peter Lustig. Ist nicht mehr zeitgemäß. Das glaube ich nicht. You got to be shitting me. Ist mir jetzt egal, ist ja kaputt. Soll die Versicherung irgendwie nicht drum kümmern. Geht mir nichts an. Hat nichts mit zu tun. Ich war das nicht. Da ist einer, ich habe den geparkt und als ich wiederkam, war das so. Ist mir einer reingefahren. Hä? Wie setze ich das? Egal, ich frag gar nicht. Das interessiert mich auch gar nicht so sehr. Okay, wir müssen jetzt. Das geht jetzt gleich wieder schief. Ich sehe das schon kommen. Ja, was willst du machen? Man stirbt nur mehrere hundert Mal. Wo ist hier die Geistermaterie, Freunde? Verratet ihr mir das? Okay, also ich würde sagen, komm, wir landen mal hier. Können wir das irgendwie mal so hier. Ja, Ghost Matter. Ghost Matter beeinflusst mich doch nicht. Bleibst du vielleicht bitte mal hier liegen? Geht das? Können wir uns da drauf einigen? Also, hier können wir rein. Aber da kommen wir nicht drunter durch. Wie ist es hier? Ja, hier können wir auch rein. Und dann können wir hier nach oben. Und jetzt, wo ist hier die blöde... Hä? Warum bin ich gestorben? Ich finde das nicht... finde das nicht gut. Da ist doch nichts. Hier ist doch nirgends was. Was soll denn das? Aha. Aha. Echt? Ich bin genau in die eine Ecke geflogen, in der man sterben kann. Gut. Es ist, wie es ist. Sagt der Weise. So, zurück zum Fluss. Freunde, das wird ein sensationeller Abschluss. Freut ihr euch auch schon so wie ich? Okay, aber wir wissen ja, braucht gar nicht so zu tun. Wieso liegt das jetzt da drin? Okay, da lang, komm. Blamiert mich nicht. Wie sieht denn das aus hier? Klappt ja gar nichts. Wir haben Erfahrung. Das ist die, was weiß ich, achte Folge. Ja, jetzt hier vom Floß fallen, gegen den Felsen knallen, tot sein. Das wäre doch ein schöner Schlusspunkt. So, okay. Jetzt machen wir mal alles anders. Achso, wo ist denn hier? Da waren wir drin. Da muss doch irgendwas sein. Ah, nochmal. Ja, hier ist noch ein Floß. Hier lang. Was ist das hier lang? Ist da was? Nein. Komm. Jetzt kann. Scheiße, was ist denn los? Also, da ist. Okay, ich habe mich über zu wenig Action beschwert. Das ist gar nicht so unbedingt das Problem. Also das Problem ist, dass die Action weder Hand noch Fuß hat. Hier ist. Was ist denn hier? Ein
da vielleicht drauf? Was? Hast du bestimmt auch irgendwo einen Shortcut, den wir erst entdecken müssen. Na gut. Wir bleiben beim Plan. Rein ins Reservoir. Wo es ja auch ein bisschen friedlicher zugeht. Und dann gehe ich mal direkt hier schwimmen. Genug Zeit verdattelt. Man sieht nicht so viel, aber man kann sich jetzt auch was vorstellen. Man kann sich jetzt zum Beispiel, könnte sich hier eine Packung Pommes vorstellen mit Mayo und Ketchup und Spezialsoße und Zwiebeln. Hier geht's rein. Gut. Pommes gibt's keine, aber hier geht's rein. Wir sind da. Irgendwo war eine Treppe. Da ist eine Treppe. Und weil wir hier in einer verrückten, verkehrten Welt sind, schwimmen wir jetzt die Treppe rauf. So, jetzt geht's los. Das ist der Moment, auf den wir seit 8 Folgen warten. Und wehe, das geht nicht. Ernsthaft? Ernsthaft? Ich bin hier jetzt extra hingekommen und es geht nicht. Mir fehlen ein bisschen die Worte. Also ich meine, das ist doch, also, das ist nicht richtig. Das ist doch grünes Feuer, was willst du denn? Komm, schauen wir uns mal rein. Naja, alles nichts. Gut, also, ja. Jetzt geht der Antrieb schon wieder an. Ja, Freunde, das war eine sehr, sehr erfolglose Folge. Ich mache mir gerade noch einen Perfect Marshmallow, falls ich das schaffe. Hm, weiß nicht, war der gut? Der war noch nicht durch, glaube ich. Ein Marshmallow in grünem Feuer gebraten. Man wird es nicht denken, aber das ist die Lösung des DLCs. Man muss einmal einen Marshmallow in dieser grünen Flamme rösten. Und dann hat man gewonnen. Hat man mir erzählt, aber es scheint nicht zu stimmen. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Abo und ein Like da. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn wir wieder hier auf diese Ringwelt gehen und sagen... Wenn wir wieder hier auf diese Ringwelt gehen und sagen, what the fuck is going on? Danke fürs... Habe ich schon gesagt, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nee, halt. Heute geht das jetzt. Hier klappt ja auch gar nichts, ne? So, jetzt. Kohle. Kohle rein. Tschüss.